liebe Kinder, liebe Playmobil-Fans, willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch eine neue Serie starten. Und zwar wird die Hausbau-Fan heißen. Wir werden jetzt immer wieder ein Haus zusammenbauen, das wir selbst erfunden haben. Und heute starten wir mit dem ersten Haus. Familie Becker hat schon mal etwas Ähnliches gemacht und dort habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Heute bauen wir ein Haus für eine Familie mit 2 bis 4 Kindern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video und der ganzen Serie. Als erstes benötigen wir eine große Platte, so 2 Dreiecke, die ihr euch so zusammensetzt, und hier hinten so 3 normale. Dort ist das Eingangsteil und das setzt ihr euch so zusammen. Ich benutze die Teile des alten Krankenhauses, das blende ich euch hier ein. Ihr könnt aber auch die Teile der Schule verwenden. Hier seht ihr schon das erste Element, das ihr braucht. Das kommt hier hinten hin. Wenn ihr nicht ganz nachkommt, dann müsst ihr halt ab und zu auf Pause drücken. Wir machen das ein bisschen im Schnelldurchlauf. Hier haben wir ein großes Fenster, so ein Eckelement und ein ganz normales Wandelement. Das kommt hier rein. Ein kleines Element als Trennung. Und dann geht's schon weiter hier drüben. Hier benötigt ihr diese 2 Teile. Das hier ist ein bisschen speziell. Dann die Haustür. Die vom Krankenhaus ist nicht, käme eigentlich in einen Glasrahmen. Der wäre aber viel zu hohe und deshalb befestige ich mir die Tür einfach mit Kleberknete. Die Schulhaustür ist, glaube ich, gleich hoch wie die. Das ist aber nicht weiterhin schlimm. Dann nehmen wir das hier. Das sind 2 Zweier, ein Einer und ein Fenster. Dann haben wir das. Das ist ein großes Fenster. Das war eigentlich normalerweise andersrum drin. Das ist auch höher als die anderen Wände. Das ist aber nicht schlimm. So sieht dann die Erdetage fertig aus. Und jetzt machen wir weiter in der oberen Etage. Hier habe ich die Platten schon mal zusammengesetzt. Ich probiere euch die jetzt mal ein bisschen genauer zu zeigen. Hier habe ich 2 so kleine. Dann haben wir hier eine große und ganz hinten noch eine, die wir hier 3-mal unten haben. Und das Ganze kommt jetzt so oben drauf. So befestigt und das Ganze sieht nun so aus, aber jetzt brauchen wir noch eine Treppe, sonst kommt man ja nicht hoch. Beim Krankenhaus ist keine Treppe dabei, nur ein Aufzug, aber der wäre viel zu hoch und deshalb benutze ich hier die Deluxe-Villa. Wenn ihr euch fragt, wieso ich nicht gleich die Luxusvilla benutzt habe, ich habe nur die Treppe der Luxusvilla, die habe ich mir bei den Ersatzteilen bestellt. Ich habe mir allerdings die Luxusvilla vorgestern gekauft und die müsste demnächst auch noch kommen. Hier starten wir mal ganz hinten über dem anderen Raum unten. Hier setze ich dieses Element ein. Ich weiß, dass hier etwas schwierig ist, aber das ist nicht schlimm. So als Abtrennung rein. Ich hoffe, ihr könnt alle Elemente gut sehen, wie ich das zusammengebaut habe. Und jetzt gehen wir auch schon weiter zum nächsten Zimmer. Hier kommt jetzt ein Kinderzimmer rein. Dafür habe ich hier dieses große Fenster, das hat einen Aufdruck drauf, aber das ist weiterhin nicht schlimm. Da das ja zu einem Kinderzimmer ganz gut passt, da hängen ja auch oft Zeichnungen oder so rum.
gut fertig. Und nun kommen wir zum letzten Zimmer. Nur noch dort Wände rein und dann sind wir eigentlich schon fertig. Hier setze ich ein Einer-Element mit einem normalen Wandelement ein. Dann habe ich hier ein Fenster und ein Einer-Element vom Hotel, weil ich zu wenig Elemente hatte. Und einen ganz normalen Zweier. Dann habe ich als letztes Teil hier noch ebenfalls nochmal so ein großes Fenster ebenfalls beklebt. Aber auch das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Element nochmal schnell raus, festigen und alles wieder rein. Und so ist das Haus schon fertig. Und nun kommt die Roomtour eingerichtet. Dazu sage ich nicht viel, sondern ich wünsche euch einfach viel Spaß. Und so sieht das Haus im Ganzüberblick aus. Es ist sehr klein, aber es hat Platz für ganz viele große Zimmer. Im Schlafzimmer ist auch noch ein Arbeitsplatz. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Haus nachbaut. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und weiterhin viel Spaß bei dieser Serie. Lasst auch gerne ein Abo da, dass wir 200 schaffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!